willkommen zum Real Boots Report Woche 15. Ich sitze im Auto, gestern noch unsere Jahresabschlussfeier gehabt und jetzt fahre ich nach Rosenheim, weil jetzt gibt es eine Untersuchung und der Markus Regauer schaut sich meinen Fuß an. Wir machen heute ein Röntgen und dann gibt es endlich die Freigabe und ich kann wieder ordentlich trainieren und Vollgas geben. Ihr seid natürlich wieder live dabei, wir sehen uns gleich in der Praxis. Sportort Rosenheim, ich bin da. Jetzt schauen wir mal, was der Markus sagt. Ich bin viel zu spät, die werden eh schimpfen. Hallo. Hi, servus. Was machen wir? Wir machen halt eine Kontrolle. Ich schätze mal, dass du halt nochmal geröntgt wirst und mal schauen, wie es weitergeht mit dir, ob du mal wieder Football spielen darfst oder ob du Bankwärmer bleibst. Hallo, Ulz Däuber. Ich bleib nicht Bankwärmer, ich kann schon wieder spielen bald. Ich bin beim Dr. Markus Regauer und der wird euch jetzt erzählen, wie es bei mir ausschaut und wie es weitergeht. Mal die Verletzung, die du gehabt hast, die Bänder, die die Gelenkgabel zusammenhalten. Und wenn die nicht stabil sind, wenn die gerissen sind, dann kann Folgendes passieren. Wenn man Fuß verdreht, dass dann das Sprungbein da so rausrutschen kann. Und das ist ein Problem, das führt halt langfristig dann zu Gelenkverschleiß und Arthrose. Und was wir da bei der Operation gemacht haben, sieht man jetzt eben hier, dass wir das gerissene Band einerseits vernäht haben wieder und dann nochmal zusätzlich zur Verstärkung wie so eine Art Sicherheitsgurt ein Kunstband über das genähte Band drüber gelegt haben und im Knochen mit so Madenschrauben verblockt haben. Das ist das Instrument. Damit ist das auch sofort nach der Operation sehr stabil, sodass man da ziemlich zügig mit der Physiotherapie, mit der Rehabilitation einsteigen kann. 6 Wochen nach der Operation, da machen wir immer routinemäßige Röntgenaufnahmen. Das schaut alles wunderbar aus. Die Gelenkkonturen schauen in Ordnung aus. Also das ist so, wie es sein soll. Und das ist für uns eigentlich immer so das prognostische Zeichen, dass mit völliger Wiederherstellung der Sportfähigkeit zu rechnen ist. Auf gut Deutsch heißt es, es ist alles in Ordnung. Der Dr. Markus Regauer hat das richtig geil gemacht, er hat mich sauber verarztet und ich bin uneingeschränkt wieder einsetzbar. Grüße an die deutsche Nationalmannschaft, ich bin uneingeschränkt wieder einsetzbar. Er kommt wieder. Grüße an die deutsche Nationalmannschaft. Sehr gut. Ich komme wieder. Ihr habt es gehört. Wir besprechen jetzt noch den Rest und dann geht's weiter. Der Dennis ist jetzt gerade in der Behandlung. Währenddessen könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben, liken und abonnieren. Aus der Praxis direkt wieder rein ins Auto. Wo befinde ich mich? Und zwar in Frankfurt. Heute ist Samstag. Und zwar spielt heute Frankfurt Galaxy gegen Berlin Thunder. Das schauen wir uns an. Wildcard Game. Ich sag schon mal danke an den Lorenz Regler fürs Organisieren und danke an die Frankfurt Galaxy für die Presseakkreditierung. Ich bin für euch dabei. Das schaue ich mir an. Pre-Game Party hat vor 45 Minuten angefangen. Ja, jetzt geht's durch die schöne Frankfurter Innenstadt ab ins Stadion. Und da sehen wir uns gleich. Ich bin angekommen. Danke nochmal an die Marie fürs Kümmern und für die ganzen Akkreditierungen. Ich konnte hier super parken, alles schnell, zack, zack. Super organisiert alles. Jetzt schauen wir uns die Pre-Game-Party an. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir Lorenz finden und Nico. Wen man nicht alles trifft, die offizielle Liga-Fotografin. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin excited auf die Playoffs. Bei der Fiona steht ein Name drunter. Das ist weder der Künstlername noch sonst irgendwas, sondern die Frau heißt halt wirklich so. Ich heiße so wirklich. Das ist nicht mein Künstlername. Und man spricht's wie ein Ö. Sprich's mal aus für uns. Fiona Növer. Wenn ihr geile Bilder haben wollt, folgt der Frau mal, tut mal ein bisschen was liken und ja, wenn wer Bilder macht, dann du. Hallo, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Mann, wie er wieder aussieht, schaut euch mal den an. Ich bin aus Mykonos eingeflogen. Der ist so ein Hübscher. Das stimmt gar nicht, er ist nicht aus Mykonos eingeflogen, sondern er war gestern in der Physiotherapie, hat mir einen Videocall gemacht. Er soll jetzt nicht lügen vor der Kamera, weil es heißt Real Butz. Der Butz-Report. Doch, sind die? Ja, ja, natürlich, natürlich. Wie geht's dir? Gut. Playoffs, letztes Heimspiel meiner Karriere. Und ich darf dabei sein. Du darfst dabei sein. Ja, Killer. Wie warst du auf? Alt, kaputt, Hauptjob, keine Zeit mehr. Schade. Zu viele kleine WWchen. Dann drücke ich noch mehr. Eigentlich bin ich ja gar nicht für Purple, aber dann drücke ich noch mehr die Daumen. Noch mehr die Daumen. Komm her. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier mit Yannick Kiel, ja, dem alten Beduinen. Ich werde doch mal. Das ist der Sonnenbrandschutz, weil mein Nacken ist sehr haarlos, genau wie mein Kopf. Verträgt sich im Sommer nicht so gut. Deswegen muss ich den Nacken schützen und den Kopf. Wir wandern jetzt mal über die Powerparty von den Frankfurt Galaxy. Ja, was hat der Yannick dazu zu sagen? Was gibt's hier zu sehen? Erstmal gibt's hier Pat Patriot zu sehen. Ich habe auch das Maskottchen von den Carolina Panthers ist auch heute da. Guck mal, wer da ist. Da sind die Chiefs.
Hinter mir seht ihr, hier ist Nürnberg Arena und das ist auch das Zuhause des FSV Frankfurt. Und hier war letztens DFB-Pokalspiel Hansa Rostock gegen den FSV Frankfurt. Leider mein Elfmeterschießen verloren, aber... Janik, du siehst so aus, als ob der Bad Lila werden müsste. Wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt, dann färbe ich mir vielleicht nächstes Jahr in den Playoffs, wenn ich spielen sollte, den Bart lila. Aber er sagt zu viel vielleicht. So, Janik, wir haben die Powerparty durch. Was gibt's jetzt noch zu sehen? Wir gehen zum Warm-up, glaube ich, oder? Das, was alle sehen wollen. Die Jungs, die sich aufwärmen, ready in die Schlacht zu ziehen. Habe ich noch nie gesehen. Man wird nicht zeigen, welcher der Ref ist, aber man wird einfach zeigen, dass die Refs sich gerade aufwärmen. Das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Komm, wir gehen zur O-Line. Wir gehen zu den Jungs. So, ich folge jetzt dem Janik und bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ein bisschen Feeling noch von Football. O-Line, ja. Mit denen alles steht und fällt. Ja, wie ihr seht, ist ein Warm-up grundsätzlich bei jedem Team dasselbe. Es wird aufgesplittet nach Positionen. Jeder Position-Coach macht seinen eigenen Warm-up-Drill. Und ja, mehr passiert nicht. Da, den kennen wir noch von letztem Jahr. Hey, we need to go back to Bezos together. Bezos together. Yeah, for sure, I'm man. Missing that. Whenever I'm you want. About it. Whenever you want. You're my guest. I'm gonna pull up on you. You already know. Come. Yeah, just let me know. I'm there. Siehst du, Sascha, selbst in Frankfurt kennt man Bezos West. Und auch der Janik Kiel wird irgendwann zu Besuch kommen und noch beim Bekos West essen gehen. So, jetzt gehen wir mal zu dem Berliner Nikolaus Schumann. Schauen wir uns an. Oh, schaut euch das an. Oh. Da hinten gehe ich jetzt zur Berlin D-Line und da sehe ich schon die Nummer 45 auf mich zukommen, wie er sich freut. Kyle Kitchens. So, jetzt schauen wir uns mal Kyle Kitchens an, wie er ein bisschen Warm-up macht. Jetzt gehen wir mal zur Frankfurt D-Line und zwar zu Mark Anthony Hoare. Es geht was? Ja, sowieso bei dir. Ja, danke. Mark Anthony ist verheiratet und hat ein Kind bekommen und ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Deswegen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Wie ist es als Papa? Alles gut, schön die Entwicklung zu sehen. Ja? Ja, gibt viel. Papa, life is nice? Ja, ja, genau. Nice, there you go. Sehr schön. Läuft schon? Manchmal anstrengend, aber schön. Ich wünsche dir ein gutes Game. Ich danke dir. Ich hoffe, ihr schafft es in die Playoffs. Wir werden dich dran für die nächsten drei Wochen. Let's go. So, die Jungs machen jetzt Team. Da wollen wir nicht stören. Jetzt suchen wir mal den Janik Kiel und schauen, wo der ist. Schau, wen wir hier haben. Hier haben wir auch einen Teamspieler von mir. Oh, you see it? Representing, baby. There you go. Represent. We're supposed to be here. That's why we're here. Das Spiel jetzt abgebrochen werden und wurde vorzeitig beendet, weil es zwei Verletzte an der Sideline von Berlin gab. Das Ganze hat jetzt zum Abbruch des Spiels geführt und die Frankfurt Galaxy haben das Spiel gewonnen. Meldung war natürlich der Commissioner Patrick Isume mit dabei. Ja, Patrick, selber gerade. Kurz, wie kam der jetzt zu der Entscheidung? Was war der ausschlaggebende Punkt? Es gibt wichtigere Dinge als Sport und das ist Gesundheit. Deshalb aus dem Respekt. Tut es mir leid für alle Fans, aber ich glaube, Football ist Family und wir wissen alle, Familie und Gesundheit ist wichtiger als der Sport. Coach Kösling. Glückwunsch, live, wir sind live. Glückwunsch. Geht's dir gut? Ja, alles gut, alles gut. Wie geht's weiter? Naja, wie geht's weiter? Wir gehen weiter. Morgen werden wir sehen, gegen wen wir dann treffen nächste Woche. Ne? Stuttgart gegen Rockler. Ich denke schon, dass Stuttgart der Favorit ist. Aber egal, wer kommt. Hey, muss jeden schlagen. Wir werden ready für ein drittes Rheinfire-Game. Wir sind auch ready, wenn wir nach Wien müssen. Kennen wir auch schon. Von daher, wir freuen uns einfach, dass wir weitergekommen sind.
und ein gutes Spiel gemacht haben. Defensiv war sehr stark, Offense kam dann ins Rollen und alles gut. Der schöne Nico hat natürlich wieder ein Interview. Er redet über Süßigkeiten. Nico, du hast über Süßigkeiten geredet, das habe ich gehört. Ja. Da musst du sofort die Kamera anmachen. Das ist auch okay. So, ich muss mal vom Team. Tschüss, Nico. Hallo, Herr Rieger, wie geht's dir? Gut. Ja. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Okay. Wie war das Spiel für dich? Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Also soll man mehr anfangen, durch die Mitte zu laufen? Gib mir diesen fancy Scheiß. Gib mir den Scheiß über außen und schlag mich so. Nein, war gut. Es war ein gutes Spiel. Ja. Hat auch Spaß gemacht. Es war ein faires Team. Das finde ich immer wichtig. Das hart ist aber wenigstens fair. Das soll immer. Sehr gut nach dem Game. Geht super. Ja? Das Ende ist natürlich schade. Sowas wünscht man sich nie. Da geht auch Gesundheit vor, aber uns geht's gut. Wir sind eine Woche weiter. Halbfinale und jetzt mal gucken, was morgen passiert. Ja, wir stehen jetzt auf dem Feld, weil es einen Feueralarm im Stadion gab. Also bei dem Spiel war heute alles dabei. Und ihr seid natürlich auch mit dabei. Game, set, match. It didn't come to what we wanted to, but we'll be back. We will be back. Danke fürs Zuschauen. Das war's mit dem Real Boots Report vom Viertelfinale Wildcard Spezial aus Frankfurt. Danke, dass Frankfurt mich so herzlich empfangen hat und dass ich hier sein durfte. Habt ihr noch was zu sagen? Tschüss, ciao. Ciao. Bis zum Halbfinale. Bis dann. Aus der Praxis direkt rein ins Auto. Ich bin für euch nach Frankfurt gefahren. Heute ist Samstag. Die Galaxy erwartet die Thunder zum Playoff-Card-Play. Zum Play. Was? Zum Wildcard-Game. Willkommen bei der Sportorte. Okay, um es jetzt ehrlich zu sein, es heißt Real Boots. Wir haben das vorher geübt. Bin schon zum 27. Mal hier reingekommen.